Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Haben Sie sich schon mal gefragt, welche Aufgabe die linke bzw. die rechte Hand im Puttschwung hat? Keine Sorge, das ist total individuell. Der eine puttet mehr mit der linken Hand, der andere mehr mit der rechten. Um Ihre koordinativ stärkere Hand herauszufinden, probieren Sie mal Folgendes. Spielen Sie mit Ihrem normalen Griff 10 Bälle aus 3 Metern Entfernung auf ein Loch. Die nächsten 10 Bälle putten Sie nur mit der linken Hand am Griff, die rechte liegt auf dem Rücken. Weitere 10 Bälle spielen Sie mit der rechten Hand am Griff und der linken auf dem Rücken. Wiederholen Sie diese Aufgabe aus 6 bzw. 9 Meter Entfernung, um sowohl die Schwierigkeit zu erhöhen, als auch die Aufmerksamkeit zu vergrößern. Nach einiger Zeit erhalten Sie ein gutes Gefühl, welche Hand Ihre Führhand ist. Starten Sie wieder bei 3 Metern mit beiden Händen am Griff und versuchen Sie, Ihre Führhand den Putter führen zu lassen. Benutzen Sie den einhändigen Griff auch in einigen anderen Übungen. Perlenputten mit einer Hand. Kurze Putts aus 1 Meter, 1,5 Metern und 2 Metern Loch. Oder versuchen Sie sogar mal das Chippen mit einer Hand. Es wird Ihnen helfen, beide Hände im Schwung besser koordinieren zu können. Bauen Sie diese Übung in Ihr Training ein und Sie werden Ihre Hände beim Schwingen besser kontrollieren und koordinieren können.